Herzlich willkommen zurück zu Let's Play Grandfire. Letztes Mal hat man hier eine Brücke gebaut, die haben wir wieder abgerissen, weil die scheiße war. Wir müssen das irgendwie anders sehen. Wir müssen auf jeden Fall mit dem Güterzug in die Richtung, mit dem Güterzug in die Richtung. Und dann noch mit den zwei Gleisen in die Richtung und hier auch mit zwei Gleisen in die Richtung. Wenn wir jetzt mit einem die Gütergleise hier in der Mitte wären, wäre das richtig gut. Deswegen habe ich mir schon überlegt, was wäre denn, wenn wir die zwei Gleise hier trennen, also weg, und versuchen mit den Gleisen hier in der Mitte reinzukommen. Also den ganzen Haufen jetzt nochmal wegmachen hier. So. Alles nochmal weg. So, und jetzt pass auf. Jetzt tun wir mal das jetzt nur vorarbeiten. Um zu schauen. Wir brauchen hier zwei Gleise. So, das heißt, wir würden jetzt die zwei Gleise vielleicht hier nach außen setzen. Also die zwei Gleise weg, so dass wir vier Gleise hier hoch könnten, mit den zwei Gleisen dann weiter. So, da bräuchten wir nochmal hier vorne irgendwo den gleichen Abstand hier. So, 1, 2 zusätzlich. 3 und 4 sollen es dann werden. Halt, das ist der falsche. Auf den. Auf den und auf den. So, die Zwischengleise hier machen wir weg. Also das kommt weg. Das. Das. Und von dem hier natürlich ein Stück. Kommt wieder weg. Das andere Gleis funktioniert noch, genau. So, das kommt weg, das kommt weg. Und die zwei kommen wieder weg. Denn die werden jetzt nochmal neu angeschlossen von hier aus. So. In einem etwas größeren Bogen hier weg. Hier das gleiche. So. Dann müssen wir das erstmal noch machen. Oh, hier steht gerade ein Zug. Genüt! Zack! Genüt! Fetzt! So! Und hier entsteht jetzt ein Tunnel, der hier wieder rauskommt. Tunnel habe ich schon mal gebaut, da weiß ich ungefähr, wie es geht. Hatten wir uns auf unserer alten Map schon mal einen gebaut. Weil das kotzt mich jetzt schon wieder an. Nur gerade eben schon wunderbar. So. Okay. Dann wollen wir die zwei auch nochmal wegmachen. Und dann hier die zwei Gleise langsam in einem Tunnel verbuddeln. Oder erstmal eins, besser gesagt. So, du gehst jetzt nach unten. Das machen wir so lange, bis wir in einer Art Tunnel angekommen sind. Versuchen wir immer die Höchstgeschwindigkeit von 300 zu halten. Versuchen, wie gesagt. So, und jetzt wollen wir mal gucken. Funktioniert nicht ganz. Also versuchen wir hier mal noch ein Gleis zu verbuddeln. Wow, doch nochmal die zwei Stücken. Und zwar hier muss das Gleis verbuddelt werden. So. Scheiße!
brauchen wahrscheinlich noch mehr Platz. So. Mal sehen, ob das so geht irgendwie. Nee. Geht's nicht. Das Gleis ist doch noch im Weg. Können wir das nochmal wegmachen? Versuchen ja. Weiterhin ganz gerade hinunter zu gehen. So. Ich bin jetzt gerade wieder hochgegangen, Stückel. Das geht aber gar nicht. Wir versuchen ja natürlich nach unten zu gehen. Eieiei. Ich glaube, das wird doch nicht so einfach wie gedacht. So, richtig runter. Richtig runter. Und noch weiter runter. Vielleicht geht's. Es geht. Sehr schön. Gut, dann wollen wir gleich noch hier das zweite Gleis mit reinbasteln. Nochmal versuchen. Hier ist den feinen Herren plötzlich die Steigung zu groß. So. So. Und hier raus. Oh, scheiße. Das ist das andere Gleis gewesen. So hier. Ich kann kotzen. Oh, den Bahnsteig abgerissen. Das war sowas von klar gerade. Hauptverbindung, erst eine andere Straße bauen. Gut. Andere Straße gebaut. Können kotzen. Habe ich das schon mal erwähnt? Vielleicht geht es ja so rum. So rum geht's. Ah, super. So, und jetzt müssen wir hier außen rum hier noch das zweite Gleis oder ein Gleis entpappen irgendwie. Machen wir wieder über die gleiche Technik. Ich denke, zwei Gleise Abstand sollte reichen. Ja, reicht doch. Aber nicht so von der Höhe her. Das ist Rotz. Können ruhig so von der Höhe her sein, ja. So. So hier irgendwie. Und dann machen wir hier nochmal ein Stück weg. Und legen das Gleis hier neu ran. So. Wo hat er denn eine Kollision? Überall.
Ach, guck mal, da steht schon wieder was im Weg. Nee, nee, nee. So. So. So geht's. So geht's. Oder hätte hier noch eins vorbeigepasst? Nee. Das hätte nicht funktioniert. Sehr schön. So, ist ja doch ganz anders gekommen als eigentlich geplant, aber so ist vielleicht sogar besser. So, jetzt können wir Edleis. Geht jetzt hier rein. Ne, eigentlich geht die zu leise so rum. So, ja. Dann. Ich hab mir das. Scheiße, ich hab mir das gerade ganz anders gedacht. Das geht ja gar nicht so. Wo ist ja noch eine Brücke? Ich hätte mir gerade schön gedacht, die wird hier als aufgeschlüsselt. Und dann fahren wir halt hier so rein und dann hier wieder so raus. Wenn ich jetzt ein Gleis von hier runterbauen würde wollen. Genau, oh scheiße. Aber gibt ja gar keinen Sinn jetzt, was ich hier gebaut habe sozusagen. Bla bla bla. Ich könnte hier ein Gleis hochlegen. Hier lang. Hier rein. So, da habe ich erstmal das so, wie ich es wollte. So, und aus der anderen Richtung. Würde ich ein Gleis brauchen, was so. So. Moment. Hat er jetzt nur hier Probleme? Nee, hier hat er auch Probleme. Er hat hier die ganze Zeit Probleme. Vielleicht nicht, wenn ich nochmal ein Stück daneben reingehe. So. Okay, hier hat er immer noch Probleme. Vielleicht, wenn ich ein Stück daneben reingehe. Das geht. Da haben wir halt hier unten zwei Tunnelportale. Ist eigentlich scheißegal. Langsam ergibt das Sinn, so wie ich es wollte. So wie ich mir das vor uns gedacht hatte. So. Und so, da muss ich ja von dem gleich wieder ein Stück weg. Und das fädelt bloß ja ein. Das fädelt und bloß ja ein. Jetzt mal ganz davon abgesehen, dass wir hier gleich wieder Probleme kriegen werden. Haben wir diese Zugkreuzung hier schon mal schön hingekriegt. Hier gehen wir mal ein Stück weiter.
Ja, ist gut. Ich kümmere mich bald drum. So. Das kleine Stück abreißen. Ja, sehr schön. Sehr schön. So, na, wenn das immer kein Bauwerk ist, ne? Komme ich jetzt nochmal hier mit dem zweiten Gleis noch ein Stück weiter? So. Also wie gesagt, wenn das immer kein Bauwerk ist, dann weiß ich ohne weiter. Und damit vielen Dank fürs Zuschauen. Wir sehen uns morgen wieder hier bei Let's Play 24. Bis dann, tschüss.